Liebe muslimische Jugend Österreichs, ich freue mich wirklich, heute bei Ihnen sein zu können. Das ist eine schöne Unterbrechung im Wahlkampf. Sie wissen, dass ich immer wieder zu Ihnen komme. Das ist heute die zweite große Veranstaltung in diesem Jahr, wo ich Moslems kennen und schätzen gelernt habe. Meine erste große Veranstaltung in diesem Jahr war der Geburtstag Ihres Propheten Mohammed, Ihres Religionsstifters, am Ostersonntag in der Stadthalle. Ich durfte damals zu Ihnen sprechen. Ich war bewegt von den Antworten aus dem Publikum. Und ich muss sagen, das Osterhochamt in meiner katholischen Kirche in Innsbruck am Vormittag ist durch diese wunderbare Feier mit 12.000 Moslems in der Stadthalle würdig ergänzt worden. Und ich habe dort große religiöse Erbauung erfahren. Wie ich hierher gekommen bin, habe ich die vielen Kinderwägen vorne stehen gesehen. Und ich schaue hier hinein und sehe so viele junge Menschen. Und ich weiß, mit uns gemeinsam geht die neue Zeit. Wir gemeinsam sind die Zukunft Österreichs, Sie und Ihre Kinder. Auch ich komme aus einer konfessionellen, aus einer religiösen Jugendorganisation. Auch ich habe meine Sozialisation in der katholischen Jugend erfahren, so wie Sie in der muslimischen Jugend. Und ich sage Ihnen, ich stehe hier als 65-Jähriger und bekenne ganz offen, wie wichtig Religion an sich für die Seele und für das Wesen jedes Menschen ist. Und ich beglückwünsche auch Sie, dass Sie in Ihrer religiösen Organisation Jugendarbeit erfahren und Jugendarbeit leisten. Religion ist wichtig, weil jeder Mensch braucht ein Dach über seiner Seele. Jeder Mensch braucht Hilfe, um den Sinn des Lebens zu erfahren. Und Religion baut ein festes Wertefundament. Und ohne diese Grundwerte ist eine Gesellschaft orientierungs- und richtungslos. Und Religion gibt Identität, wie Sie es mit Ihrem Glauben erfahren. Jugendarbeit ist für jeden wichtig. Und ich möchte Ihnen von der muslimischen Jugend danken, was Sie 10 Jahre lang geleistet haben als Teil der großen österreichischen Bürgergesellschaft, wo Freiwilligenorganisationen das Salz der Erde sind und die Gesellschaft lebensfähig machen. Da gehören Sie dazu. Die Jugendorganisationen der drei großen abrahamitischen Religionen, der Juden, der Moslems und der Christen, sie arbeiten zusammen und ich danke Ihnen dafür, dass Sie diese Kooperation sehr aktiv betreiben. Das ist schön so und es hat mir auch sehr gut in Ihrem Film gefallen, wie Sie vor der Hagia Sophia, glaube ich es, oder die blaue Moschee, die österreichische Fahne gewunken haben. Österreich ist Ihr Vaterland, für viele ist die Türkei das Mutterland. In der Jugendorganisation lernen wir Menschen, Solidarität zu üben, mit anderen Partner zu sein, Kameradschaft, füreinander einzutreten, Pflichten zu übernehmen, weil alles ist Selbstorganisation. Und ich habe mit Freude gesehen, dass hier die jungen Menschen sind, die den Ton angeben, einer sogar in Tiroler Akzent. Ich muss sagen, er hat es nicht schlecht getroffen. In der Jugendarbeit erfahren Sie Bildung,
erfahren Sie Sport, erfahren Sie Freizeit, erfahren Sie Geschlechtergleichheit, erfahren Sie das, was wichtig ist im späteren Leben. Aber die muslimische Jugend hat noch eine besondere Aufgabe, und dieser besonderen Aufgabe ist sie mit großem Erfolg nachgekommen. Sie sind multiethnisch, sie sind deutschsprachig, sie sind der Integration verpflichtet, und über sie erfahren junge Menschen den Eintritt in die österreichische Kultur, in die österreichische Gesellschaft, die von den Grundfreiheiten und Menschenrechten und von der Gewaltlosigkeit gegenüber allen geprägt ist. Und Sie haben diese Botschaft verstanden. Bei Ihnen sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Freiheit der Religion, Freiheit der Meinungsäußerung, Toleranz allen gegenüber. Einer Ihrer Redner hat, ich glaube, es war Wolfgang Bauer, hat Jesus erwähnt in seiner Rede. Auch das hat mich sehr berührt, denn ich finde, diese Toleranz, dieses Zusammenleben, das macht den österreichischen Erfolg aus. Liebe muslimische Jugend, ich wünsche Ihnen für die nächsten 110 Jahre eine erfolgreiche Arbeit. In Ihren Händen liegt eine große Verantwortung. Menschen kommen zu Ihnen, für Menschen sind Sie Vorbild. Sie führen hinein in die Bildung, Sie führen hinein auch in Ihren Glauben, und ich habe schon gesagt, wie wichtig das ist. Und Sie führen auch hinein eben in die österreichische Rechtskultur. Sie haben in den 10 Jahren bewiesen, dass Sie das verstanden haben, was wir Österreicher als tolerante Gesellschaft, als friedliche Gesellschaft und ich glaube auch als lebensfreudige Gesellschaft den Menschen bieten. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. 110 Jahre und mehr. Çok teşekkürler, şükran.